Jo, moin, ihr Flüt und heute, liebe Landratten und Rettchen, herzlich willkommen zurück zu Star Trek Armada 2. So, wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben. Machen Sie einen Logbucheintrag. Die Borg hier unten quasi restlos zu vernichten, das ist eigentlich jetzt, ich vermute mal, nur eine Sternbasis übrigens, oder vielleicht hier hinten noch so ein Forschungsgedönsel. Wir hatten uns ja letztes Mal auch schon auf die Suche begeben nach diesen einen Konstruktionsschiff, was hier noch umherfliegen müsste, wohl bemerkt. Schiffsbau abgeschlossen. Ich ahne auch schon, wo das Ganze am Ende wieder drauf hinausläuft. So, hier versucht Feind er erstmal wieder angegriffen. Mit einem Konstruktionsschiff bzw. Assembler. Stationsbau abgeschlossen. Sehr schön. Also, die Forschungsstation alias Wissenschaftsstation haben wir gebaut. Kurs wird geändert. Schiffsbau abgeschlossen. Statusbericht. Verstanden. In Bereitschaft. Schiffsbau abgeschlossen. Zu wenig Crew. Bereit und willig. Schiffsbau begonnen. So. Richtung wird gewechselt. Und ändern Sie den Kurs. Erwarten Befehle. Bereit und willig. Alle Mann auf Gefechtsstation. Alle Mann auf Gefechtsstation. Zu wenig Crew. Feind angegriffen. Sollen natürlich eigentlich alle auf den Nexus schießen und nicht einfach quer. In Bereitschaft. Ja, aber naja. Dann üben wir beim nächsten Mal noch, wa? Schiffsbau begonnen. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Schiffsbau abgeschlossen. Alle Waffen feuern. Verstanden. Schiffsbau abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, dann haben wir sie ja gleich hier. Das war ja mal... Schiffsbau ist ja fast noch in der letzten Folge beenden können. Jetzt leid, wenn das hier so eine ultra kurze Folge wahrscheinlich ist. Verstanden. Wird. Aber eigentlich hätte ich mit mehr gerechnet. Schiffsbau abgeschlossen. Feind angegriffen. Also mit mehr Widerstand. Feuer, volle Kraft. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. So, das war schon mal gleich mit dem Nexus endgültig. Schiffsbau abgeschlossen. Sehr schön. Kehren zur Basis zurück. Machen Kehr zur Reparatur. In Bereitschaft. Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Steuermann, ein neuer Kurs. Bestätigt. Und als ob ich es schon fast geahnt hätte, jetzt geht die große Suche wieder los. Ah je. Schiffsbau abgeschlossen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Danach. Also die Steamer haben wirklich einen Schiffsbau sehr abgeschlossen. Langsamen Warp-Antrieb. Bestätigt. So, was fehlt uns denn noch? Die Enterprise darf nicht zerstört werden, bis sie neue Befehle erhalten. Okay. Schiffsbau abgeschlossen. Okay, hier scheint auch nur noch ein Nebel zu sein. Schiffsbau abgeschlossen. Bewaffnet und bereit. Schiffsbau abgeschlossen. Bestätigt. Ich sehe jetzt hier auch auf der Minikarte nicht mehr, also nicht mehr. Steuermann, ein neuer Kurs. Ist nur die Frage, was sind jetzt die neuen Befehle? Schiffsbau abgeschlossen. Ich baue jetzt einfach mal, vielleicht löst es ja die Mission aus. Ein Torpedogeschütz. Schiffsbau abgeschlossen.
Schiffsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Schiffsbau abgeschlossen. Bestätigt. So. Ich gucke immer mal wieder hier unten hin. Aber ich sehe da jetzt auch nichts, was mir jetzt so entgegen fließt. Tja, dann versuche ich mal dahin durchzuschlagen. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Oh. New Borg are coming. Statusbericht. Frage ist, wohin fliegt ihr? Direkt zu uns? Super wagemutig. Steuermann, ein neuer Kurs. Bewaffnet und bereit. Alle Sektionen in Bereitschaft. Feind angegriffen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Sollt ihr das? Hallo? Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Liebe Carbides. What are you doing, Herr Mayer? Kursänderung. Ändern Sie den Kurs. So, ich gucke jetzt nochmal hier hinten. Alle Sektionen in Bereitschaft. Letzten Nebelteil. Aber zumindest, es kommen neue Schiffe. Also ich bin zumindest nicht... Stationsbau abgeschlossen. ...der Panik unterlegen, dass wir hier irgendwas... dass irgendwas nicht ausgelöst wurde, aber... Forschen geht hier auch nicht mehr. Davon brauche ich nichts, weil ich die Schiffe nicht... Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wir haben schwere Schäden durch einen Nebel erlitten. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Hallo. Jetzt mal vor, habt ihr ein Fliegen gelernt, Leute? Ändern Sie den Kurs. Dachte, ihr seid hier... Ändern Sie den Kurs. ...ausgebildete Piloten der Sternflottenakademie. Stattdessen verrichtet ihr hier so ein Chaos. Alle Sektionen in Bereitschaft. So. Also die Folge zieht sich dann wohl doch irgendwie länger hin. Wahrscheinlich müssen wir auf irgendein Event warten. Irgendeine Angriffswelle oder so. So. Kursänderung. Nee, ja. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ihr kennt da auch keine Gnade, ne? Also... So, naja, also hatten wir nicht noch so eine... Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Iwo Jima-Klasse irgendwo? Ist wahrscheinlich schon längst kaputt gegangen, ne? Bauen können wir die aber auch nicht mehr. Da dauert hier die Hüllenreparatur eine halbe Ewigkeit, ey. Okay. Statusbericht. Steuermann, ein neuer Kurs. Eine ganz komische neue Flotte. Feind angegriffen. Alle Waffen feuern. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wir haben schwere Schäden durch einen Nebel erlitten. Station wird angegriffen. Jetzt also, Leute, was macht ihr hier? Alle Sektionen in Bereitschaft. Kannst du nicht alle abschleppen. Wieso fliegen die denn neuerdings? Teil 1 haben sie den Nebel doch auch gemieden wie die Pest. Transport nicht möglich. Hier fliegen sie rein, als ob das hier irgendwie... Hallo. Folgen ihnen. Beamen nicht möglich. Bestätigt. Erkunden, ja. Okay. Alle Sektionen in Bereitschaft. Ganz normal, ohne... in irgendwelche Nebel reinzufliegen.
Ein kluger Plan. So. Ich weiß nicht genau, warum ich das jetzt für dich tue, liebe Carbides, aber vielleicht hat ja der neue Captain und der neue Steuermann einen gewissen besseren Intelligenzquotient und fliegt nicht gleich hier in den nächstbesten nuklearen Nebel rein. Ich weiß, die Heimreise wird wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Wundert auch, dass noch gar kein Ferengi-Schiff vorbeigekommen ist, um dieses Schiff zu klauen. Entweder gibt es hier noch keine Ferengis in dieser Mission oder das Schiff ist einfach zu unwertvoll. Unterwegs. Das müssen wir hier abschleppen, ja, als ob da hier so ein Opel Corsa wäre, der irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Bewaffnet und bereit. Park sie in meiner Ecke. Nicht, dass hier irgendwie total unerwartet auf einmal so ein Bauschiff auftaucht. Schiffsbau begonnen. Holt sich ja nochmal so ein paar von den Dingern hier. Steuermann, ein neuer Kurs. Ach, soll ich mal die Angriffsflotte 1? Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Sobald du hier oben bist, darfst du dann auch nochmal Dilithium und Metall hier oben abbauen, liebes Konstruktionsschiff. Wie heißt du denn? Pi. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Eine Akira kann meinetwegen auch noch dazu kommen, dann haben wir die wenigstens mal komplett. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Hello. Aberdeen. Habe ich die nicht vorhin erst bemannt durch die Reverend? Schiffsbau abgeschlossen. Mann. Da oben, okay. Schiffsbau abgeschlossen. Also zumindest entgeht uns hier erstmal nichts in diesem Sektor. Nahezu. Wir sind in einen gefährlichen Nebel immer eingetreten. Voll aufgedeckt. Das mit dem gefährlichen Nebel müssen Schiffsbau wir nochmal üben. Abgeschlossen. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Liegt das hier irgendwie an euren. Bestätigt. Mach das mal so, vielleicht geht das ja besser. Kursänderung. Schiffsbau abgeschlossen. Bewaffnet und bereit. So, ist jetzt noch der Flotte 1 hinzugefügt, dann haben wir auch eine komplette 16er Flotte. Ich frage mich jetzt halt, worauf wir jetzt hier so lange warten sollen, aber naja. Wird schon seinen Sinn haben. Bestätigt, Sternenflotte. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Setzen Sie einen neuen Kurs. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Finden Sie die nächste Konstruktionseinrichtung. Fordere zusätzliches Personal an. Ich weiß, ich hätte das auch wesentlich einfacher haben können. Ich bräuchte dieses Schiff gar nicht abschleppen, bla. Aber naja, da hatten wir ja wenigstens mal ein bisschen was zu tun hier in der Folge. Nachdem irgendwie, weiß nicht, das zögert sich ja alles so ein bisschen künstlich hinaus. Entschuldigung. Alle Sektionen in Bereitschaft. Geben Koordinaten ein. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Jo, setzen Sie einen neuen Kurs. Flieg du da hoch. Wie viel Dilithium ist denn hier noch? Nicht mehr viel, dann baue ich auch keine Frachter mehr, dann schicke ich einfach nachher die Frachter von hier nach da oben und dann hat sich's. Eigentlich brauchen wir jetzt schon keins mehr, aber ein bisschen was zu tun brauchen wir halt, ne?
Ja, liebe Borg, ich wäre soweit, also könnt wieder gehen. Habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Kennt jemand die Mission? Habe ich irgendwie was zuvor gegriffen? Hätte ich erst die Forschungsstation bauen sollen und dann die Borg vernichten? Oder haben wir jetzt irgendwie sogar ein neues Ziel? Fordere zusätzliches Personal an. Statusbericht. Sag mal. Fordere zusätzliches Personal an. Das mit dem, wir lassen mal einen übrig. Fordere zusätzliches so Personal an. Endlose irgendwie. Captain? Überlebende an Bord der Sternenbasis 176 berichten, dass die USS Douglas, ein Schiff der Nebula-Klasse, von den Borg assimiliert worden ist und sich mit ihrer Angriffsflotte entfernt. Die Befehle der Sternenflotte lauten, die Douglas zu kapern, bevor sie das System verlassen kann. Angriffsschiffe der Föderation stehen bereit. Okay. Angriffsschiffe heißt nicht Iwo Jima. Statusbericht. Verstanden. Bestätigt. Kursänderung. Station wird angegriffen. Okay, Freunde, wir müssen alles zerstören, bis auf die USS Douglas. Also wartet einfach ab, bis sich die Borg durch diesen Nebel gekämpft haben. Alle Sektionen in Bereitschaft. Fliegen scheinbar oben rum. Diesen ganzen Schiffswirrwarr sehe ich jetzt hier gar nicht. Haben wir jetzt hier irgendwo Iwo Jima Klasse angegriffen bekommen, oder? Station nicht. Wird angegriffen. Eher auf nicht schätzen. Bereit und willig. Bereit und willig. Bereit und willig. So, liebe Schiffe, wie fliegt ihr denn hier, ey? Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Fangen wir schon mal den ersten ab, der ist schon weit vorne, schon weit weg von der Douglas. Ändern Sie den Kurs. Auch dieser Kubus ist schön weit weg. Bewaffnet und bereit. Feuer, volle Kraft. Der Kettenreaktionspulsar hat für den Rest gesorgt. Ändern Sie den Kurs. Ach du Schrecken. Station wird angegriffen. Drei Kuben. Boah, krass, krass. Das ist ändern krass. Sie den Kurs. Erwarten Befehle. Ich meine, die Douglas haut uns ja hier nicht ab, aber... Feind angegriffen. Feuer, volle Kraft. Alarmstufe rot. Kursänderung. Leiten Hilfsenergie in Waffen um. Feuer, volle Kraft. Bereit und willig. Bewaffnet und bereit. Alle Waffen feuern. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Bereit und willig. Alarmstufe rot. Bereit und willig. Alle Waffen feuern. Sogar vier Kuben. Ach du heiligen Schrecken, ey. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Okay, na gut. Eine Saufen haben wir verloren, aber die vier Kuben, immer eine. Hallo? Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Das ist ein Unterschied. Leiten Hilfsenergie in Waffen um. Feind angegriffen. Bestätigt. Bewaffnet und bereit. Das Ding hat Schutzschilde.
Statusbericht. Ich traue mich ja gar nicht darauf zu schießen. Dann machen wir das Ding kaputt. Also können sie immer noch nicht bauen. Auch keine Werft, richtig, ja. Stopp, 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 stopp. Steuermann, voller Stopp. Oh, großer Gott. Bestätigt. Steuermann, ein neuer Kurs. Kursänderung. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Mit dem scheiß Pulslaser-Gedösel da. Feind angegriffen. Das dürfte alle mal lohnen. Beamen nicht möglich. Alle Waffen feuern. Steuermann, voller Stopp. Alle Sektionen in Bereitschaft. Ändern Sie den Kurs. Ändern Sie den Kurs. Die USS Douglas konnte zurückgewonnen werden. Jetzt müssen wir die Geheimnisse erkunden, die im Inneren des Schiffes verborgen liegen. Hoffentlich wirft das etwas Licht auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Mr. LaForge, treffen Sie mich im Besprechungsraum, sobald die Daten des eingenommenen Schiffes verfügbar sind.